Ach so, du meinst mit den Kanalpunkt-Netzer? Ja, vielleicht mal refreshen, Joey. Das hilft manchmal. Das erste Mal, dass du ein Gesicht machst bei Balut, ja. Nicht vom Geschmack her, aber dann. Aber irgendwie ist die Konsistenz vor dem Ei ein bisschen anders und auch es sieht schlimmer aus. Das seht ihr selber. Es sieht schlimmer aus als die Eier, die wir bisher gegessen haben. Also vom Aussehen ist es ja echt schon ja, sehr, sehr grenzwertig. Boah. Wir haben noch ein Ei vor uns, das ist das Problem. Es ist erst Ei 1 von 2. Na klasse, Refresh, dann direkt 30 Sekunden Werbung. Let's go! Immer rein, ne? Ich glaube, ich muss die Balut-Eier teurer machen. So, das letzte Stück. Einmal einen großen Mund. Geil ist das Ei heute nicht. Boah. Martin, dann löse ich gleich nochmal zwei ein. Na, Abladon, viel Spaß dabei. Die werde ich nicht essen. Deswegen sage ich nur zwei Eier, Maximum. Alter, für 1000 Euro will ich das nicht essen. Ehrlich, Woge? 1000 Euro, geschmacklich gar kein Problem, nur vom Aussehen und Konsistenz her, aber geschmacklich kein Problem. Ganz sicher nicht, ehrlich. Ich schon. Ja, Chewy, du musst auf jeden Fall probieren. Ich sag dir, geschmacklich ist es wirklich kein Problem. Jetzt nur nach Rührei schmeckt. Aber das tut es anscheinend gerade nicht. Es schmeckt nach Rührei. Aber das Aussehen beeinflusst natürlich schon, ne, wie es... naja, es beeinflusst das Essen natürlich schon. Hier ist hier ein Ei geschafft. Ich brauche eine kurze Pause. Paulus, es gibt so schöne Dinge zu essen auf dieser Welt und du isst das. Ja. Probiere alles. Ja, Chewy, ich würde bei mir sagen, ich probiere vieles, aber nicht alles. Sicher nicht alles. Ich sehe schon kommen morgen auf Discord die Message, dass es ein Off-Day gibt. Sicher nicht. Der Kern? Safe nicht. Hatte auch noch nie wirklich Magenprobleme. Im Endeffekt ist es ja auch nur ein Ei. Ist halt ein bisschen länger angebrütet als das normale gekochte Ei, was jeder kennt. Skorpion war kacke in Thailand. Habe ich noch nie gegessen. Ich habe in Kambodscha eine Vogelspinne gegessen. Eine frittierte Vogelspinne. Und da ging es mir 3 Tage lang nicht gut. Da hatte ich keine Lebensmittelvergiftung, aber ja, einen verstimmten Magen. So, bin gespannt, wie das zweite aussieht jetzt. Ja, Abradon, gib mir noch eine Minute. Dann machen wir das zweite auf. Hoffentlich ist das zweite so wie die, die wir sonst immer essen. Ne? Irgendwie war das ein bisschen anders. Igelchen, du wolltest es. Der Kern, nein! Nein, 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 nein. Chewy, Nachricht ignorieren. Nee,
TTVS sind nicht befruchtet. Ja, Eric, aber im Endeffekt ist nichts anderes. Also, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ja. Jeder normale Deutsche hätte danach 3 Tage Sprühwurst, aber er ist ja Bayer. Bin ich in Ordnung, wenn du das so sagst, Kaiser? Er hat gesagt, dass er alles probiert. Chewy, ich drück dir wirklich die Daumen oder ich wünsche dir, dass du nicht danach suchst. Meine ich ernst. Der Kern, siehst du, was du angerichtet hast? So, Feierabend, kein Bock mehr. Paulo ist schon Feierabend. Dann machen wir mal das zweite Ei auf. Dann machen wir mal das zweite.